Nach mehreren Erdbeben ist der isländische Vulkan Bárðarbunga ausgebrochen. Noch wurde keine Asche ausgeworfen, das Meteorologische Institut im gut 200 Kilometer entfernten Reykjavik rief jedoch die höchste Alarmstufe Rot für den Luftverkehr aus. Der Luftraum über dem größten Vulkan des Landes wurde geschlossen. Wissenschaftler befürchten, dass ein größerer Ausbruch des Vulkans erhebliche Schäden anrichten und durch Aschewolken den Flugverkehr in Nordeuropa und über dem Nordatlantik behindern könnte. Das Bundesverkehrsministerium in Berlin bereitet sich auf den Fall vor. Im April 2010 hatte die Eruption des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull einen Monat lang den Flugverkehr in Europa lahmgelegt. Mehr als 100.000 Flüge wurden damals gestrichen, gut 8 Millionen Reisende saßen zum Teil tagelang auf Flughäfen fest.